Hallihallo Jean und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Warships. Ja. Letzter Part war ja so eine Katastrophe. Kongo verloren, Furutaka verloren. Und bei der Agano, die haben es gerade so anscheinend geschafft zu gewinnen. Wir schauen mal rein. Furutaka, leider verloren. Nur 1400 EP bekommen, weil wir das erste Blut waren. Wir waren aber besser als die Wispy und die Z31. Alles schon mal okay. Ist aber sehr, sehr, sehr mies gelaufen für uns. Und für die Agano haben wir 4215 EP bekommen. Lief einen kleinen Ticken besser. Muss ich ehrlich dazu sein. Aber nur einen kleinen Ticken. Hätte ich jetzt mehr erwartet? Bestimmt. Naja. Waren auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Naja. Heute muss ich nochmal die Furutaka auf jeden Fall im Angriff nehmen, weil ich möchte ja ganz gerne die Belohnungen oder die Belohnung für die Furutaka auf jeden Fall nehmen. Die Forschungspunkte, die 200, die habt ihr natürlich als Neuling natürlich nicht. Ihr könnt nur das Schiff verdoppeln, also die 50% Schiffs-EP, Kapitäns-EP und die freien EP dazu benutzen, zu verdienen, sonst eher weniger. Ja, wenn ihr, habe ich ja schon gesagt, hier bei der Furutaka und bei der Agano hatte ich ja die Module ausgebaut. Einmal die Feuerleitanlage und die Geschütze. Bei der Agano nur die Feuerleitanlage. Wenn ihr das natürlich machen wollt und ihr habt noch nicht genug Free XP, ihr habt auch keine Duplon und ihr wollt natürlich kein Geld investieren, empfehle ich euch erstmal mit Premium-Schiffen zu spielen und ein paar freie EP zu sammeln. Wenn ihr dann genug freie EP gesammelt habt, könnt ihr natürlich auch gleich den B-Rumpf holen und die Torpedos bei der Furutaka holen, genauso wie bei der Agano den B-Rumpf, bei der Kongo zum Beispiel auch den B-Rumpf oder die Feuerleitanlage, die Leistung, den Motor also noch zusätzlich zu holen. Das, sag ich mal, geht relativ schnell. Und wenn man per Code, also sprich per Einladung, sprich, ich habe in den ersten Parts eine Einladung, einen Link gegeben. Und zwar so ein Link hier. Ich muss da mal nochmal schauen. Den Link hier, den QR-Code-Link, habe ich in den ersten Videos mit verlinkt. Da könnt ihr zum Beispiel Belohnungen bekommen. Jetzt muss ich nochmal schauen, welche Belohnungen man bekommen würde. Also, man bekommt auf jeden Fall Duplon, glaube ich. Also, hier bekommt man erstmal die Repulse, ein T6 Schlachtschiff und ein Kreuzer Emden und Warships Premium Konto und vieles mehr. Also, hier die einzelnen Belohnungen sieht man nochmal hier: die Emden und 7 Tage. Und wenn man das erste Mal Tier 6 spielt, kriegt man Repulse und 7 Tage Warships Premium Zeit, 5 Millionen Credits, 25 Signale von jedem Typ, 30 gewöhnliche Verbrauchsmaterial von jedem Typ, besondere seltene Verbrauchs- und 5 Container mehr Kohle. Wenn ihr das natürlich gemacht habt, könnte man, sag ich auch mal, zum Beispiel ich, meine Schiffskameraden Belohnungen geben, und zwar die hier. Ich könnte theoretisch euch supporten, indem ich euch Container gebe, und ihr könnt zum Beispiel, einen Moment, im Junior-Paket, also Container-Rekrutierungsbüro-Paket, könnte man nochmal Premium-Schiffe bekommen. Die Yubari, die Marblehead, Lima, die Sirocco oder die Aurora bekommen. Ja, in den kampferprobten Container
könnt ihr die Huahang, die Genova, die Krasnikrim, die Mutsu, die Monaghan bekommen. Natürlich könnt ihr auch dadurch Wargaming Premium Zeit bekommen, Kohle, Duplon. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen bekommen. Ja, und Veteranencontainer könnt ihr auch natürlich Premium Schiffe bekommen, bis zu Tier 8, ja, Tier 7, Tier 6. Die Jura müssen Zerstörer sein der Klasse oder der Tierstufe 6 oder Tierstufe 5. Aber Ashitaga, die Duca de Aosta, die Prinz Eugen oder die Kid sind eben Schiffe, wo ihr eben nochmal 3 XP bekommen könnt. Wenn man natürlich eben meinen Link benutzt oder eben auch andere Links benutzt oder eben andere Leute einladet. Also hier unter meine Rekrutierung könnt ihr den Link kopieren und den eben euren Schiffskameraden geben oder euren Freund. Und die müssen eben nur das Spiel sich downloaden und mit euch eben spielen. Dann kann man eben nochmal ein paar Free XP bekommen oder Premium-Schiffe bekommen und dadurch dann eben ein paar Free XP sammeln. Gut, dann würde ich sagen, genug geredet, wieder mal 6 Minuten. Wir gehen in das Zufallsgefecht mit der Futaka, diesmal mit einer höheren Reichweite und mit den 203 mm Geschützen. Mal schauen, ob das diesmal was wird. Diesmal muss ich nur gegen Tier 4 und 5er antreten. Das sieht doch schon viel, viel, viel besser aus, das Matchmaking. Immer noch die Doppelkanonen geschützen. 2 vorne und 1 hinten. Mal schauen, ob das diesmal was wird. Aber es sieht wahrscheinlich besser aus. Keine Bots dabei. Tier 4er, Tier 5er können Bots dabei sein. Wenn nicht genug Spieler da sind, aber nur. So, ich würde sagen, wir gehen Richtung A. Richtung hier unten lang. Und fahren dann hier hoch. Sprich, hier an die Insel ran. Auf E5 an die Insel. Und danach fahre ich hier hoch. Auf der Zweierlinie hier hoch. Eventuell. So, natürlich haben die noch eine Längle. Und wir haben die Reihen. Mal schauen, ob das was wird diesmal. Bin sehr gespannt. Wir haben auch hier die U-Boot-Überwachung. Sehe ich gerade. Der U-Boot-Tacker. Könnten wir theoretisch die U-Boote aufmachen irgendwie. Wenn wir dazu kommen. Gut. Wir haben einen Nikolas hier. Bei A. Wir sehr gut treffen. Also 203 mm. Die machen schon richtig Bums und richtig viel Spaß, muss ich sagen. Wenn wir natürlich treffen. Nochmal 3-2. 3-3 fast. Und noch ein Abwackler. Das ist meiner? Ja, ist sehr schön. Natürlich nicht das erste Blut bekommen. Passiert. Da ist eine Kuma. Wir wechseln mal auf AP. Denn wir haben eben die 203 mm. Und wenn die so breit stehen wie die Kuma, könnten wir Zitas machen. So, Kuma fährt wieder vor. Kommt noch drüber über die Insel. Kriegen wir sie rein? Ja, 3-9. Sehr schön. Sehr schön auf jeden Fall. Hätten wir noch eine Iron Duke. Eine Omaha. Die Omaha ist auch sehr anfällig. Wir müssen mal in die Breitseite reinkommen. Sollte das Schiff mal anvisieren, sonst gehen alle Schüsse daneben. So, Omaha
ist für mich breiter als die Agano. Deswegen gehen wir mal auf die Omaha. Obwohl die Agano ist nicht die hat nicht mehr viel. Okay. Hat sich erledigt. Da kommt die Viribus Nites. Autsch. Die will ich doch mal proben. Schaut auch gerade nicht auf uns, wollte ich gerade sagen. Doch. Einmal Tropes da raus. Und die Iron Tube. Die fährt. Ich bleib dort stehen. Okay, wir haben nicht das Cap geholt. Ist aber auch sehr gefährlich gewesen. Da ist auch die Kuma. Die können wir weghauen. Eventuell. Ja, eine Tribbelzieher. Sehr schön. Und da ist die Langley. Ganz schnell auf die Langley. Denn die Langley kann eklig werden. Kann. Muss aber nicht. So, nochmal eine Tribbelzieher. Sehr schön. Ich sag ja, mit der Fugutaka kann es ganz schön cool sein und lustig, wenn man dann auch mal ein paar Zitas macht. Ah, das war keine Zita. Jetzt muss ich natürlich auf der Iron Duke aufpassen. Ja, nur 6 Overpants wieder mal. Halten mal ein bisschen weiter hinten, unten da kam die nächste Zitadelle. Eine Zitadelle. Schade. Wir drücken ab und zu mal O, dass wir die Seite fokussen mit der Flugabwehr. So. Er ist raus. Die Wispy ist auch raus und diesmal haben wir easy gewonnen und wir haben besser abgeschnitten auf jeden Fall mit der Fugutaka. Viel, 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 viel besser. Also das Matchmaking ist auf jeden Fall dann für uns gewesen. Ja. Die Tier 4er eher weniger, aber naja, was soll's. Gerade für die anderen Schiffe. Wir waren sogar Erste. So muss es immer sein eigentlich, ja. So will ich das eigentlich auch sehen. So, wir haben 7400. Wir können theoretisch auch mal gleich den B rumholen. Die Probes, wie schon gesagt, sind uninteressant. Sind dann irgendwann mal interessant, aber jetzt in dem Moment nicht. Wir haben immer noch 3 Haupttürme. Ein bisschen mehr live aber diesmal. Und ja. So, die Agano könnten wir theoretisch spielen oder wir könnten auch mit dem Kreuzer spielen. Ich würde sagen, wir spielen nochmal mit der Agano und hoffen, dass ich damit ein bisschen besser zurechtkomme jetzt mit der besseren Reichweite. So, die haben wieder U-Boot. Nicht so prickelnd für uns wieder mal. Aber das ist auch eine bessere Map, finde ich. Allgemein. Wechseln auch direkt auf HE. Dass wir mehr Abfackler machen. Ich glaube auch mit den 152 mm sollte man immer ausschließlich mit HE schießen. So Not, wie schon gesagt, wir haben 2 Kilometer Luftlinie zu unseren Turbs. Können wir richtig schön die Gegner ärgern. Und das werde ich diesmal probieren. Obwohl die nur eben 2 Laster haben und einen Flugzeugträger.
Alter, das wird doch ein bisschen schwieriger. Schwierig zu sagen. Ob das was wird oder auch nicht. So, wenn man das richtig sieht. Sieht man natürlich nicht. Aber hier unten ist ein Torpedowerfer und hier. Oder den Flugzeug und unter den anderen Flugzeugen hier. So, ich fahre diesmal nach D mit. Zu schauen, dass ich da irgendwie ein bisschen die Avenger und die L. Wie spricht man denn aus? Void? Oder wie man den D ausspricht, also den Zerstörer, bei C unterstütze auf jeden Fall. Zur Not fahren wir dann auch Richtung B wieder. So, Arp Kirishima ist eine Kongu. Habe ich aber wahrscheinlich schon im vorletzten Part gesagt mal, dass die Arp-Schiffe D entsprechend dazu kommen. Und hier steht es auch nochmal. Arp Kirishimi, Kirishima, Schiffskopie Kongo. Ja, da kann man nochmal schauen, ob das eine Schiffskopie ist oder auch nicht bei einigen Schiffen. So, da ist der Zerstörer. Auf den will ich auf jeden Fall gehen. Er bremst aber auch nicht und bleibt nicht im Nebel stehen. Somit kann ich ihn schön beschießen. Er beacht sich, das ist okay. Wir machen mal die Hydro an. Da ist der nächste Zerstörer. Okay. So, die Devengeyer hat schon mal in den Smoke geturbt. Torpedos, mir war schon easy gekonnt aus. Das ist nämlich breit gefächerter Torpedowerfer gewesen. Das ist Quatsch nämlich, sowas. So. Die Gator hat alle beide Fächer rausgelassen. Und da hinten ist eine Königsberg. Okay, hier ist der Zerstörer. Wir haben ihn geöffnet mit der Hydro. Er natürlich uns auch. Haben ihn nur kurz getroffen. Ob jetzt das. Ja, Devonshire geht woanders hin. Weil dann war der rückwärts fährt. Führt er. Ja. Erstes Blut für uns, wir wurden nochmal abgefackelt, Light her. Nicht so gut. Aber wir können jetzt diesmal Cap holen. Wir müssen leider den Brand abticken lassen. Aoba und Königsberg. Aoba ist die 6. Kommt nach der Futaka. Schneller, Agano. Dreht eure Türme. Wir müssen jetzt ganz schnell abdrehen. Vielleicht treffen wir unsere Trupps auf die T. Das wäre mit am besten. Na, weicht natürlich aus. So, hier ist die Aoba. Jetzt will sie es wissen. Wir landen sogar zwei Zitadellen. Treffer. Nochmal 6 Hits. Ja, das schmeckt ihr überhaupt nicht.
Und mir geht sehr schön. So, Torpedos, dreht euch, dreht euch, dreht euch. Da kann ich nur auf AP bleiben. Auf AP bleiben und mal gucken. Ja, okay. Knapp 50.000 Schaden ist okay auf jeden Fall für die Agano, finde ich. Mit einem Tier 5er sollte man ungefähr 50.000 immer machen. Ah, das ist ein Durchschnittsschaden. Ist meine Meinung. Also mit Tier 1 sollte man unbedingt, nicht unbedingt, aber so Durchschnittsschaden 10.000 machen. Mit Tier 2 20.000, Tier 3 30.000 und so weiter. So, dass man auf Tier 10 Durchschnittsschaden so 100.000 macht, immer pro Runde. Das ist ein Durchschnittsschaden, wo man sagt, geht gut, klar, zu Recht. Knapp dran ist auch okay, würde ich so behaupten. Als normalen Spieler ist es noch in Ordnung. Einige würden sagen, das geht überhaupt nicht. Man muss da viel, viel mehr machen. Durchschnittsschaden auf Tier 5 sollte man immer 100.000 machen. Auf Tier 10 immer das Doppelte, also quasi 200.000. Das ist ein guter Durchschnitt. Das schafft man nicht immer. Ja. Manchmal schafft man das. Ich habe der letzte, vor 2 Tagen ungefähr mit Tier 10er 330.000 Schaden gemacht. Das ist ein guter Durchschnitt potenzieller Wert, wo man sagt, man kann die Leistung hochdrücken. Das passiert aber nie immer. Ja? Man kann, sage ich mal, in einer Runde mal 60.000 machen auf Tier 10 oder eben so solche krassen Runden. Kommt immer so drauf an. Mit bestimmten Schiffen macht man eben extrem viel Schaden und mit bestimmten Schiffen macht man eben nicht so viel Schaden. So, so wie es aussieht, wird es noch spannend. 4-4 derzeit. Die Ramat sieht aber auch nicht mehr gut aus. Das war's mit Bajoni. Die Ramat, wie schon gesagt, wird auch demnächst drauf gehen. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig zu sagen, ob wir das noch gewinnen können. Jetzt. Wir haben das U-Boot schon verloren. Wir haben aber noch ein U-Boot. Oder New Mexico auf jeden Fall. Müsste das U-Boot sein. Wir haben noch eine Shinonoma. Keine Ahnung, wo die hingefahren ist. Wir haben auf jeden Fall 2 Caps. Ah, okay. Da ist das U-Boot links von der New Mexico und vom Schlachter ist, sag ich mal, die Shinonome gewesen. Ja, und U-Boote, wie schon gesagt, finde ich irgendwie, es ist eine Seuche, muss ich ehrlich dazu sagen. Es ist wirklich eine Seuche in Water Warships mittlerweile. Werde ich auch irgendwann mal spielen. Für mich ist es aber so, dass ich die U-Boote wirklich hasse. So. Avenger hat die D rausgenommen, sehr schön. Die Ramat hat die Akirishima rausgenommen. König hat jetzt die Pensacola rausgenommen. Jetzt ist es wieder ausgeglichen. Doch, wir haben kein mehr. Wir haben 2 Caps. Wenn die König jetzt Richtung A fährt, könnten wir es noch gewinnen. Und das sehr leicht. Obwohl die König relativ lowlife ist, die Ramat lowlife ist, die Devonshire lowlife ist. Und von der Delhi sage ich mal nichts. Die Popuki ist noch full life. Der wird wahrscheinlich gleich, naja, wird er die Ryutsu rausnehmen? Oder wird er rausgenommen? Dass der eine Job ihn nicht getroffen hat, sondern nur der eine. Okay, damit hätte ich jetzt nicht erwartet. Hätte gerechnet. Gut, Devonshire hat sich hochgeheilt.
von 3000 auf 7000. So, Rama. Der Kreuzer hier hat auch nicht mehr viel. Okay, die haben sich gegenseitig rausgenommen. Sehr schön. Daddy müsste eigentlich theoretisch die Shino-Nummer rausnehmen. Das war knapp. Daddy. Der müsste die Shino-Nummer rausnehmen, weil ich glaube nicht, dass er. Doch, Torps hat er. Wäre also am besten, die Shino-Nummer rauszunehmen und danach die Queen. Aber die, wie schon gesagt, die haben noch das U-Boot. Falsch getorbt. Falsch getorbt. Warum torbt man eigentlich Zerstörer? Ich begreife es immer noch nicht. Also das ist für mich zu hoch. Zerstörer torben andere Zerstörer. Kreuze torben andere Zerstörer, wo ich mir denke, die Zerstörer kommen easy da raus. Vielleicht hat man nun mal Luck und man trifft einen Torpedo-Hit. Er müsste jetzt sich um 180 Grad drehen gefühlt, um die Link-Torpedos rauszulassen auf die Queen. Aber er wird gleich auch drauf gehen, weil er mies gespielt hat. Er hat wirklich die rechten Torps auf die Nummer rausgelassen, was total Quatsch ist. Er hat nämlich keiner getroffen. Schwierig. Schwierig zu sagen jetzt, ob wir das jetzt noch gewinnen. Also es ist jetzt wieder unentschieden von den Schiffen her. Das Problem ist, die König ist lowlife, hat noch eine Queen, rennt jetzt. Schwierig. Guter Hit auf jeden Fall auf der Ryoju, was aber überhaupt nichts bringt. Obwohl, vielleicht doch. Gut, Flugzeugträger greift natürlich die König an. Er fehlt den einen Torpedo-Hit. Da ist noch nicht mal gezündet geworden. Also, da hat noch nicht mal. Er war noch nicht mal im Wasser direkt. Obwohl, doch. Er war schon im Wasser, aber er ist nicht scharf geworden, sag ich mal so. Schwierig also. Shino Nummer nur noch 1400. Knapp 1500. Fubuki hat gerade geschossen auf die Shinonome. Nur noch 773. Komm schon, Fubuki. Da geht er nochmal auf die Shinonome. Wird aber jetzt angegriffen vom Flugzeugträger. Weicht easy aus. War knapp, aber er ist ausgewichen. Somit haben die nur noch das U-Boot, die Queen und die Ryoju. U-Boot ist jetzt bei der Ranger da. Die Ranger kann theoretisch das U-Boot re-killen. Schwierig. Avenger müsste AP eigentlich nehmen. Bei dem Winkel wäre AP wahrscheinlich gut und dann im Heck rein. So wie ich mit der Fugutaka auf die Langley gemacht habe. So müsste er dann die spielen. Aber wenn er eher mit HE spielen will, als Kreuzer und keine Zitat machen will, wie ich jetzt, hilft Zitat. Wahnsinn. Hilft Zitat mit dem Kreuz. Eigentlich mit einem leichten Kreuzer. Agano ist ein leichter Kreuzer und die Fugutaka ist mit den Kanonen eben ein schwerer Kreuzer. Also ein mittlerer Kreuzer. Keine Ahnung, wie man das heutzutage nennt. U-Boot ist auch weg. Die haben nur noch eine Queen, also quasi das gewinnt mir easy. Lief für mich auch richtig, richtig gut, muss ich sagen. Flieger sind jetzt alle in der Ryoju. Ich habe noch eine fast volle Länge. Könnt ihr ja mal die Bomber zuschauen. World of Planes in World of Warships. Spaß. Ja, heutzutage spielt man eben
so die Perspektive als Flugzeugträger. Damals war die Perspektive komplett anders. Da muss man eben das so, also von der Vogelperspektive spielen, den Flugzeugträger. War eben schwierig, war aber machbar. Wir sind sogar Vierter, ist gar nicht mal so schlecht mit einem Fünfer, im Sechser Matchup. Richtig gut auf jeden Fall. Ja, 11.000 schon. Das heißt für uns, wir holen den B-Rumpf. Kaufen auch ihn. Schauen wir mal bei der Fugutaka. Wir haben... Ja gut, wenn wir jetzt nächste Runde nochmal mit der Fugutaka spielen sollten, könnten wir die Torpedos holen und ausbauen. Wir können theoretisch auch nochmal mit der Kongo danach nochmal spielen. Fehlt ja auch nur noch eine Runde. Dann hätten wir die Module auf jeden Fall schon mal komplett ausgebaut. Also die Schiffe auf jeden Fall. Ah, was meine ich mit den Modulen? Müsste ich auf das... Ne, Module sind ja das. Die Schiffmodule. also B-Rumpf, Vollreichweite und Motor oder so. Torpedos. Bei der Mutsuki muss ich mal schauen. 120 und hier hatte ich auch 120. Die ganz Nachladezeit von 12 auf 5,5. Das ist witzlos. Hier von knapp 11 auf 10 glatt. Okay. Und aber die Mutsuki. Jetzt bin ich fragwürdig. Mutsuki, ich verstehe es nicht. Die Minekase wäre besser gegen der Mutsuki. Mutsuki ist ja eher mehr ein Gunschiff gefühlt. Naja, werden wir dann als nächstes herausfinden. Leute, seid gespannt. Vielleicht werde ich ja auch demnächst nochmal die Hosho spielen Richtung Ryotsu, weil ich muss es ja mich anpassen immer mal. Hoshu noch als einziges Tier-4-Schiff. Wird schwierig. Wird aber auch demnächst passieren. So, ich würde sagen, entweder Fugutaka und die Kongo als nächstes oder dann Mutsuki und Minekase. Muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.